Als Bob Dylan seine Folkgitarre mit einer Elektrogitarre vertauschte und sich von einer Band begleiten ließ, schlug die Geburtsstunde des Folkrock. Die erste populäre Folkrock-Gruppe waren die Byrds mit ihrem Sound der zwölfseitigen Gitarren und mit anspruchsvollen Songtexten. Während die meisten Beatgruppen jener Zeit meist anspruchslose Liebeslieder sangen, läuteten die Byrds die Glocken der Freiheit mit einem Song von Bob Dylan. As majestic bells and boats struck shadows in the sound, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not to fight. Flashing for the refugees on the unarmed road of flight. And for each and every underdog, soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Der Folkrock entstand aus der Verbindung von ländlicher Folklore, Arbeiterliedern und Protestsongs mit städtischer Rockmusik. Diese Stilrichtung des Folkrock gewann in den USA eine ähnliche Bedeutung, wie sie in England der Beat hatte. Und sie hat sich fortgesetzt bis in unsere Tage. Neben dem weißen Folkrock startete Mitte der 60er Jahre von den USA aus auch eine schwarze Stilrichtung ihren Siegeszug durch die Popwelt, der Soul.